Der zweite Teil von Stuttgart fängt hier beim Kaufhaus Bräuninger an. Hab ja hier nach Stuttgart eine Tagestour heute gemacht mit dem Zug. Bis nach 10 war ich hier und kurz vor 6 fahre ich wieder zurück. Hier will ich jetzt mal eine Tasse Kaffee trinken. Ich war ja heute Morgen schon viel unterwegs. Erst Bietigheim und dann Ludwigsburg. Dann schaue ich mich mal weiter um. Dann gehe ich mal rüber zur Stiftskirche. Er hat sehr schöne Buntglasfenster. Kann auch auf den Turm, aber da habe ich keine Zeit mehr für, schade. Gebaut worden ist sie so in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wir ziehen in Richtung Königstraße, das ist die Haupteinkaufsstraße. Die Straße geht dann runter zum Schlossplatz in Richtung Bahnhof. Ja, rund um den Schlossplatz sind hier einige schöne Bauten. Da gibt es auch das Kunstmuseum von Stuttgart. Im Hintergrund die Jubiläumssäule mit dem neuen Schloss. Das ist die Göttin Concordia. 100 Zentner ist die schwer. Frankfurt Kronprinzenpalais. Hey, der sieht doch gut aus, der Pavillon. Das ist ein beliebtes Fotomotiv. Hier bin ich schon in der Bolzstraße. Ich glaube, ich muss fast schneller gehen, sonst ist der Zug weg. Ist das jetzt noch eine Kirche? Da stand Kaffee dran. Sieht gut aus und kühlt auch ein bisschen. Habe ich den Bahnhof wieder erreicht? Das ist ein seltsamer Zugang hier. Rausgekommen bin ich auf der anderen Seite. Jetzt geht es einmal rechts um die Baustelle. Ein ganz schön weiter Weg, wenn man Koffer hat. Muss mir ja schon was zu essen mitnehmen. Raus kommt man jetzt Stuttgart Hauptbahnhof oben. Der untere dauert ja bestimmt noch 2-3 Jahre.
steht da nur noch eine Minute. Geschafft, jetzt muss nur der Bahnsteig finden. Also ich bin pünktlich, hoffentlich die Bahn auch. Der hat ja nur ein paar Minuten Verspätung. Also für die Deutsche Bahn ist er fast pünktlich. Mal gucken, ich habe Wagen Nummer 4. Der den Sitzplatz gebucht hatte, war ganz schön voll. Die Strecke bin ich ja schon mal mit der S-Bahn gefahren. In Mannheim geht dann schon über den Rhein und dann sind wir in Ludwigshafen. In Ludwigshafen war ich noch nie. Jeder noch an Worms vorbei, auch eine sehr schöne Stadt. Jetzt fahren wir gerade über die Nahe. Das ist Bingen. Binger Brück vorbei. Hier waren wir in der Landesgartenschau. Die Burg Rheinstein. Jetzt kommt eine Burg nach der anderen. Die Ruine der Burg Fürstenberg. So wunderschöne Städte wie Bacharach. Oberwesel. Welcher kommt die Burg Rheinfels? Thank you.
Dann ist eine tolle Strecke hier den Rhein entlang. Nur ist schon ein bisschen dunkel. Der nächste Halt ist jetzt Koblenz. Die Verspätung hält sich in Grenzen. Es war ein erlebnisreicher Tag. Jetzt wird's noch romantisch mit Sonnenuntergang. Was will man mehr? Und dann sage ich an der Stelle wie immer schön. Bis zum nächsten Film.